Aloha, hey, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer brandneuen Folge Let's Play The Order 1886. In der letzten Folge sind wir hier durchs Krankenhaus gelaufen, sind auf einen älteren Lykaner getroffen, der uns schon ordentlich vermöbelt hat. Ich habe auch versagt in diesem kleinen Quicktime-Event-Kampf, der gerade stattfand und der jetzt gleich weiter stattfinden wird. Ich werde es nochmal versuchen. Vielleicht gelingt es mir diesmal zu überleben. Also. Nello. Ja, fängt schon mal gut an. Oh Mann. Heute bin ich irgendwie absolut nicht in Form. Komm. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Nein! Nein, nein! Los, schnell! Meine Fresse, ist der hartnäckig. Scheiße, ich hatte doch in die richtige Richtung gedrückt hier. Nein! Okay, neuer Versuch. Scheiße, 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 Das hat ziemlich doll erwischt. Oh oh. Scheiße. Ist dieses Vieh hartnäckig? Das gibt's doch gar nicht. Na los. Oh nein. Isel. Izzy! Mann, 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 Mann.
Da haben wir eben mächtig den Arsch voll gekriegt. Ob sie es schaffen wird? Gray, es tut weh. Easy, alles wird gut. Viel länger halte ich das nicht durch. Nicht dieses Leben. Nicht anstrengen. Wir verdienen was Besseres. Du und ich, gemeinsam. Etwas Besseres. Hey, sie! Schon wieder diese Frau. Nein. Greg, die Station. Nach links, da ist etwas, das du sehen musst. Was ist es? Shit. Was hat sie wohl gemeint? Was haben die Rebellen vor? Ruh dich aus, Liebes. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich verstehe kein Wort. Was könnten die Rebellen hier planen? Ein Foto von Lord Hastings. Tja. Sie organisieren sich. Absolut. Das ist nichts von Interesse. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand aus dem Orden... Die Frachtliste der Agamemnon. Dass irgendjemand... Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Dass irgendjemand aus dem Orden möglicherweise ein Verräter ist. Denn wie sonst sind die Rebellen an die Waffen gekommen? Schon ein bisschen eigenartig. London. Auch nichts Interessantes. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich sehe mich zunächst mal hier um. Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Ja, das glaube ich auch. Meine Güte, echt schlimm. Sowas möchte niemand erleben. Auch nichts Interessantes. Nichts, was uns weiterhilft. Dann läuft es voll darauf hinaus, dass wir die Tür knacken müssen. Um was Interessantes zu finden. Shit. Na komm. Ah, jetzt. Nee, es passt nicht. Wieso geht das nicht? Komm schon. So, jetzt.
bin ich ja mal gespannt. So, tja. Ich mach's jetzt mal anders. Ich werde das jetzt mal im Archiv nur kurz zeigen. Ihr könnt dann auf Pause stellen und euch das durchlesen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich höre mir das jetzt nicht mehr an. Ich finde, davon geht zu viel Zeit drauf. Ist da irgendwas Interessantes drin? Noch ein Dokument. So. Vereintes Indien-Uniformen. Ohne Ringe oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Percival, melde dich. Percival! Wo sind die nur alle? Der Empfang kann doch nicht so schlecht in diesem Krankenhaus sein. Das ist alles sehr sonderbar. Ja, das Bücherregal habe ich in der Vollständigkeit mal überprüft, aber wir wissen, was wir wissen müssen. Sehen wir zu, dass wir herauskommen. Okay. Ah, toll. Jetzt muss ich zu einer Bettkante. Komm, Easy. Ich helfe dir hoch. Ganz langsam. Wie lange war ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was gibt's? Zuerst ruf Nicola. Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Easy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen. Die hat Humor, die Gute. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurken zeigen würden. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Kein Wort zu niemandem, Nicola, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Wir hätten euch fast schon aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nicola. Und die andere Waffe? Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nicola. Percival, für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Vielen Dank, Q. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken. Sentinel 5, wir sind an Bord. Verstanden, Frau Castle. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los. Wow. Wie cool.
Igraine! Lafayette! Oh Mann, da hätte ich ja Angst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das hoch? Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Geben Sie schon auf, Marquis. In Position. Bin hinter dir. Na los. Oh. Sowas lässt einen wirklich nicht kalt. In solch luftiger Höhe. Doch mal wunderbar geklappt. Wir sind drinnen. Oh. Verstaut die Ausrüstung. Lafayette und Gellert, bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz müssen. Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen? Dann lasst uns gehen. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair und Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Vieles muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, das hast du schon mal gesagt. Geduld, alter Freund. Alles zu seiner Zeit. Nicht vergessen. Tarnmodus. Okay. Mademoiselle, lasst mich Ihnen versichern, ich werde schweigen wie ein Graf. Das glauben wir dir nicht. Der Weg scheint frei von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay. Achtung. Los. Oh. Ist das geil. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Sichert das Cockpit und wartet auf weitere Befehle. Ihr entlang, Monsieur. Sehr wohl, Casanova. Das heißt, du wirst über Wochen lang auf einem Schiff. Egal. Wenn du mich fragst, solltest du nicht mit Maschinen fliegen. Tja, leider fragt gut. Unser Eindringen wurde nicht bemerkt. Später, ich gehe mal auf meinen Posten. Ganz leise. Das Schloss ist magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden. Das wird sie wohl sein. Für mich ist das eine Todesfalle. Machen wir das mal kurz. Ah ja, jetzt kommt wieder dieses Minispiel. Und zack. Oh, oh, oh. Das ist was für Mechaniker, keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellert, Lafayette, die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Ja, verstanden. Vielleicht kommt es ja nicht dazu. Was ist mit dem Ding?
Immer wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ich würde mich über Likes und Kommentare sehr freuen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play The Order 1886. Bis dahin.